Moin Leute, da melde ich mich mit einem neuen Reaction-Video und zwar vom heute vom RBB, die Baseballschlägerjahre Teil 1. Wurde mir sehr oft vorgeschlagen, auch bei mir spielten die Baseballschlägerjahre eine wichtige Rolle. Ich selber zähle mich dazu. Ich wusste nicht, dass sie so genannt werden oder vielleicht ist das jetzt auch nur aus der Doku. Ich selber bin jahrelang, auch Anfang der 90er, mit dem Baseballschläger durch die Gegend gelaufen, mit so einer Alu-Keule mit Aufklebern drauf von der NPD, DVU und allen möglichen rechtsextremen Aufklebern. Hab den auch mitgenommen, so zu Feiern, Stadtfesten, Dorffesten, muss man sich vorstellen, dass man schon mit dem Baseballschläger losgegangen ist. Das ist jetzt nicht so ausgedacht von den Medien, sondern Baseballschläger waren schon sehr, sehr beliebt innerhalb der neonazistischen Skinhead-Bewegung. Ich selber hatte dann damals so einen Crombie-Mantel. Ja, man kennt so Dunky-Jacken, so heißen die. Die haben Skinheads viel getragen. Also nicht nur die Bomberjacke, Dunky-Jacken, aber so ein Crombie-Mantel wurde ganz beliebt. Der wurde bekannt durch Romper Stomper und der war ja etwas länger, hatte so ein rotes Innenfutter, außen schwarz. Und dann hat man um die Baseballkeule, habe ich dann so eine Art Schlaufe rumgemacht, ja, und konnte mir das um die Schulter hängen und der hing dann bei mir runter und der Mantel hat das dann verdeckt. So ist man wirklich losgegangen, so war das und es war ganz normal dann auch, so hart das jetzt klingt, mit dem Baseballschläger dann zuzuschlagen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier der RBB gemacht hat. Und wie das Anfang der 90er aussah, war wirklich eine wilde Zeit. Können sich vielleicht viele gar nicht mehr so richtig vorstellen, die dann immer denken, alles ist immer so krass jetzt. Ich glaube, diese Wendezeit und dann in Teilen der neuen Bundesländer, da ging ganz schön was ab. Wir als Grenzstadt Lübeck sozusagen hatten auch da sehr viel mitbekommen, sind auch ganz viel in den Osten rüber. Und gucken wir uns das mal an, was die hier zusammengestellt haben. Also vom RBB, Baseball, Schlägerjahre, Folge 1. Frankfurt-Oder, meine Heimatstadt. Ein Ort, den ich zwischendurch wirklich, wirklich gehasst habe. Frankfurt-Oder, Skins überfielen Ausländer. Eine Lichterkette ist die Reaktion auf den brutalen Überfall auf zwei polnische Viadrina-Studenten. Empörung lösten heute auch im Land Brandenburg die von Rechtsradikalen inszenierten Zwischenfälle an der deutsch-polnischen Grenze aus. Als am 8. April 1991 Polinnen und Polen zum ersten Mal ohne Visum nach Deutschland einreisen dürfen, attackieren noch in der Nacht Neonazis einen polnischen Bus. Das wird heutzutage immer so komischerweise vergessen. Polen waren wirklich ganz krasse Feindbilder von damaligen Rechtsextremen und Neonazis, ja, wurden nicht als gleichwertige Menschen angesehen. Es wurde sehr hart Stimmung gemacht. 91 war ich noch nicht so aktiv, da war ich 13. Bei mir ging das ja so los mit 14,5. Aber ich erinnere mich noch, wie Angst gemacht wurde, dass wenn die Polen jetzt nach Deutschland rüberkommen, dass es keine Arbeit mehr gibt, dass alle Kleingärten, alle Häuser aufgebrochen werden, dass alles gediebt wird. Und heutzutage diese Rechtsruckbewegung in Polen, wird Polen als Verbündete angesehen, ist auch wieder sehr, sehr viel Doppelmoral dabei. Vielleicht auch eine Weiterentwicklung des Rechtsextremismus, dass man sagt, okay, gut, wir alleine werden es nicht schaffen in Deutschland, wir müssen uns verbünden. Und dann hat man den Blick irgendwann gen Osten gerichtet, weil sozusagen in den westlichen Ländern nichts passiert ist und das in den östlichen Ländern auf fruchtbaren Boden gefallen ist, auch mit dem Angst vor der Islamisierung, ja, Polen, schon ein sehr katholisches Land. Und da hat man dann die Strategie geändert, ob man dann wirklich auf gleichwertige Kameraden guckt, wäre dann doch wirklich mal sehr spannend, das heute zu erfahren. Als ich Teenager war, sind dort hinten an der Oderbrücke Nazis durch die Straßen gezogen. Mit Baseballschlägern, mit Bomberjacken, mit Glatzen, wie man es kennt aus dem Film. Es war aber kein Film, es war meine Jugend. Ich bin vor Nazis weggerannt, ich bin zusammengeschlagen worden. Ich habe Angst gehabt und deswegen musste ich hier weg. Das muss man auch mal wirklich sagen. Also besonders, wenn wir jetzt natürlich so eine Stadt wie Frankfurt Oder nehmen. Ja, nicht mit Frankfurt am Main verwechseln. Es gab eine Zeit, besonders direkt nach der Wende und Anfang der 90er, da bestimmten Skinheads, besonders rechte Skinheads, bevor jetzt hier wieder drauf hatet, nicht alle Skinheads sind rechts, nein, das weiß ich, Boneheads und so weiter, aber ich will das jetzt nicht jedes Mal erklären.
gehörte es zum guten Ton, rechts zu sein. Ja? Wenn man dann schon fast nicht rechts war, besonders auch in vielen ländlichen Gegenden und so, hat man sehr, sehr viel Gegenwind oder sogar Gleichgewalt bekommen. Also selbst wo ich dann als junger Mann das erste Mal rüber bin, irgendwie mit dem Bus und Kameraden getroffen habe aus den neuen Bundesländern, habe ich gedacht, meine Güte, wie viele Leute sind denn hier? Wir in Lübeck waren ja eher so eine kleine Clique, ja, wenn wir mal 30 Leute auf den Haufen bekommen haben in die Kneipe, im Onkels in Lübeck oder so, dann war das schon viel. Aber da war im Stadtbild, da war was los. War natürlich auch anders gekleidet, das muss ich auch dazu sagen. Da hatten wir schon ein bisschen Entwicklung hier. Ich selber bin da zwar auch noch mit Bomberjacke und manchmal mit Schneetarnhose und so durch die Gegend gelaufen. Ja, auch im Sommer kurze Schneetarnhose. Ja, wenn ich heute die Bilder sehe, muss ich da selber drüber schmunzeln. Aber da war natürlich, es gab dann auch damals sozusagen die Osttolle. Ja, da wurden die Haare so nach vorne und so hoch gemacht und dann hier hinten Glatze. Also so die Ossi-Tolle. Haben wir natürlich auch dann oft Skinheads aus den neuen Bundesländern so erkannt oder Rechte aus den Bundesländern, da gab es noch so ein bisschen so Unterschiede, aber es war natürlich krass zu sehen, was da so los war und ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ich selber kann mir das nicht mehr vorstellen, bin ja auch viel in der Republik unterwegs und das ist Gott sei Dank aus dem Stadtbild verschwunden. Im Jahr 2000 bin ich nach Hamburg gezogen, später nach Berlin. Im Oktober 2019 habe ich unter dem Schlagwort Baseballschlägerjahre auf Twitter einen Text über den Rapper Henrik Bolz geteilt, in dem er von Neonazi-Gewalt in den 90ern spricht. Ich wollte wissen, wie viele Leute sich auch noch an solche Erlebnisse erinnern. Jetzt bin ich wieder hier und ich habe das Gefühl, die Stadt hat sich verändert. Sie ist schöner geworden. Ich möchte gerne wissen, warum. Wie konnte dieser Hass und diese Gewalt entstehen? Und was ist geschehen, dass es heute offensichtlich anders ist? Hier bin ich aufgewachsen. 100 Meter weiter oben ist die Wohnung, in der ich 19 Jahre verbracht habe. Und 1995 war es, da war ich 16, war ich hier mit einem Kumpel abends. Dann kam halt ein Typ auf uns zu, nicht schnell, nicht langsam, aber ganz deutlich ein Fascho. Und zog nach meiner Erinnerung wenige Meter vor uns ein Messer, ein großes, und hielt es vor unseren Bauch und machte den Eindruck, dass es unklar ist, was jetzt passieren kann. Wir waren auf jeden Fall in Todesangst. Ich muss auch dazu sagen, dass solche Situationen nicht absonderlich unüblich waren. Ja? Also die... Es war nicht ganz klar, wer das Gewaltmonopol auch hatte, besonders direkt nach dem Zusammenbruch der DDR. Die Volkspolizei, die sozusagen nicht komplett ja eingegliedert wurde, Strukturen sind zusammengebrochen, wurden nicht gleich übernommen aus den alten Bundesländern. Und dass es wirklich so war, dass teilweise auch wirklich rechte Banden, rechte Gruppierungen versucht haben, das Gewaltmonopol in der Stadt an sich zu nehmen. Da gab es auch Sachen, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, also die so die Hütchenspieler irgendwo aus der Stadt vertrieben haben und so weiter und dort wirklich gegen vorgegangen sind und Leute durch die Straßen gejagt haben und auch wirklich gegen alle möglichen Menschen vorgegangen sind und gedacht haben, dass sie so eine Art Polizei spielen oder so eine Art, ja, Wächter, wer darf hier rausgehen und wer nicht. Also das sind auch so Dinge. Also ich erinnere mich selber an ganz viel, die wirklich auch dann immer auch so mit Macheten losgegangen sind. Äxte, natürlich ganz viel. So Gaspistolen war zu der Zeit so super in, dass jeder echt mit so einer Gaspistole durch die Gegend latscht. Und dann natürlich der klassische Baseballschläger. Und dass man regelrecht Ausschau gehalten hat, wer sieht hier anders aus, wer könnte zum linken Spektrum gehören. Und es ging zu dem Zeitpunkt eher um die Jagd auf Linke als gegen Ausländer. Das denkt man immer so in den 90ern, dass es dann auch so diese Jagd auf, dass es um die Jagd auf Ausländer ging. Das war gar nicht so primär. Ich habe das eher in Erinnerung, dass es um die Jagd gegen Linke geht oder gegen so zumindest die alternativ aussehen. Und irgendwann hat er halt das Messer weggemacht und hat gesagt, wir sollen uns verpissen. Ich musste natürlich nach wie vor jeden Tag von meiner Wohnung bis zu meiner Bushaltestelle zweimal. Das war unser Alltag. Angst vor Gewalt. Frankfurt-Oder, 1961. Birkendorf bei Frankfurt an der Oder entsteht das erste Halbleiterwerk der DDR. Dieses Kofferradio würde stumm bleiben, meine Damen und Herren, und Ihr Fernsehgerät dunkel,
gäbe es keine Transistoren hier aus dem Halbleiterwerk in Frankfurt. Es entsteht ein neuer Stadtteil, Neubresinchen. Für wen haben Sie gebaut? Wissen Sie, wer hier eingezogen ist? Ja, es sind die Arbeiter aus dem Halbleiterwerk. Neubresinchen. Für neu stehen beispielsweise heute rund 8000 Wohnungen, daneben all das, was zu einem intakten Neubaugebiet gehört. 1989 ist jeder 10. Frankfurter im Halbleiterwerk angestellt. Klaus Baldorf arbeitet 17 Jahre im Werk. Ja, kann man sich vorstellen, was dann passiert ist, wenn jeder 10. da angestellt war. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Frankfurt oder hat. Keine Ahnung, haben die 100.000 Einwohner, ja. Wenn da jeder 10. arbeitet und ich gehe davon aus, mit der Wende, dass das Werk sofort platt war. Ja, technisch wahrscheinlich ein paar Jährchen hinterher und dafür hat es mit Sicherheit keinen Investor gefunden. Oder wenn von den 10.000 sind dann was für sich 1.000 geblieben oder sowas. Erst als Messingenieur, später als Abteilungsleiter. Bis zur Wende. Wo die Wende sich anbahnte, hatte ich viele Gespräche mit meinen Kollegen geführt. Die Arbeitsplätze von uns allen sind gefährdet, weil das kann so nicht lange funktionieren. Haben viele nicht geglaubt. Das Halbleiterwerk wird kurz nach der Wende zahlungsunfähig. Tausende Arbeiter werden entlassen. Viele von ihnen ziehen weg. Das moderne Neubresinchen wird zum Problemviertel. Abrissbagger rücken an. Klaus Baldorf wechselt wie viele führende Angestellte vom Halbleiterwerk in die Stadtverwaltung. Seine neue Aufgabe? Die Zusammenarbeit mit der polnischen Nachbarstadt Słubice. Es ist wirklich jetzt notwendig, mit Aktivitäten zu beweisen, dass die Verständigung möglich und auch notwendig ist für die Weiterentwicklung unseres Landes. Ist natürlich dann auch immer, auch da ist leicht reden. Er sagte, er kam aus der Führungsetage, aus diesem Halbleiterwerk und ist dann weich gefallen. Wenn ich so jetzt mal beurteilen darf, ist weich gefallen dann von der Führungsetage des Halbleiterwerks, wo man dann wahrscheinlich auch, ich sag mal, ein bisschen auf Parteilinie sein musste. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Und dann in die Stadtverwaltung zu kommen und dann für den touristischen Austausch oder internationale Beziehungen mit Polen zuständig zu sein. Das wird Mama Meier, die am Halbleiterwerk gearbeitet hat, nicht so leicht gehabt haben. Da muss man immer mal so ein bisschen aufpassen, mit wem man redet, über wen man redet. Die einfachen Arbeiter dann an der Produktionsstraße sind da wahrscheinlich nicht beim Amt übernommen worden. Und wenn dann die Existenz nach der Wende einfach mal im Klo runtergespült wird und keine Perspektive geboten wird, dann kann das auf, kann da nährreicher Boden entstehen für Extremisten, besonders natürlich zu dem Zeitpunkt für Rechtsextremisten. Gesehen, dass es vor allen Dingen für uns wichtig ist, die bis dato als sehr schlecht empfundene Beziehung zum polnischen Nachbarn zu verbessern. Man kann sagen, in Frankfurt war die gesellschaftliche Mehrheit nicht dafür. Ja, mir war das schon immer sehr bewusst und habe auch Gesprächsrunden an Schulen geführt und da deutlich die Vorbehalte gespürt. Ich gehe doch nicht nach Polen drüber. Das war so... So aus innerster Brust heraus. Und da spürt man natürlich die Überzeugung, die natürlich auch aus den Elternhäusern herausgeprägt ist. Ja, da muss ich ein bisschen eigene Erfahrung reinspielen lassen. Das ging mir jetzt ein bisschen gegen den Keks. Oder auf den Keks. Also, er hat ja gesagt, ja, wieso soll ich nach Polen rüber machen, ja? Ich erinnere mich noch sehr genau dran, auch selbst später, wo ich selber dann in den neuen Bundesländern gelebt habe, war die Sorge von denen, also es ist die Wiedervereinigung, dann gibt es Menschen, die Wendeverlierer sind, das ist nun mal so, Existenz weg, keine Arbeit, keine Perspektive, niedrigere Rente als in den alten Bundesländern, niedrigere Löhne, ja, schlechtere Infrastruktur zu dem Zeitpunkt. Ja, wir dürfen das nicht vergessen, den Zeitpunkt. So. Und dann heißt es ja, okay, die Grenze zu Polen wird auf. Also du fühlst dich innerhalb von Deutschland schon abgehängt. Die neuen Bundesländer fühlen sich abgehängt. Und dann soll nochmal jemand aus Polen rüberkommen, der vielleicht nochmal Arbeit wegnehmen kann oder Geld wegnehmen kann oder eine Chance oder sonst was. Natürlich ist das Angst. Und das ist, da darf man auch nicht so von oben herab reden, sondern das sind, das...
da fühlen sich genau Menschen nicht abgeholt und sich nicht gehört und sind dann besonders anfällig auch für andere Parolen und so weiter, sondern das muss man auflösen, dass es da Chancen gibt. Und die Leute hatten Angst, dass sie dann nochmal verlieren, dass sie in der Kette nochmal nach unten kommen, weil sie standen ganz klar, zu dem Zeitpunkt waren sie in der Nahrungskette unter den alten Bundesländern. Das ist einfach so, ja. Neuberesinchen leben 35.000 auf engstem Raum. Fast jeder Fünfte ist hier arbeitslos. In vielen Familien verläuft der Alltag zwischen Fernsehen und Mahlzeiten. Es gibt Schüler, die haben das ganz klar benannt. Die haben zu mir gesagt, wenn ich zu Hause mitbekomme, wie Mutter geschlagen wird, dann lasse ich natürlich meine Wut an den Kleineren auf dem Schulhof aus. Na, wenn mir einer gefällt, dann hau ich ihn rein. Stefan, er ist 14. An einem Vormittag im April fährt ein polnisches Auto vor seiner Schule im Frankfurter Neubaugebiet Neuberesinchen vor. Zuerst Gas drin gesprüht, Spiegel abgetreten und da ist der Hass gegen die Polen. Der Rass. Ja, wird halt ein klassisches Feindbild aufgebaut. Ja, bevor man selber noch runterkommt, muss man das bisschen, was man hat, was man noch rübergerettet hat, die Existenz, die wir haben jetzt hier gerade noch in Frankfurt-Oder, muss man dann auch verteidigen. Sieht man sehr viele Parallelen zu dem heute, wenn man immer denkt, alles hat sich weiterentwickelt, ist nicht mehr so über das, was ich dann erlebt habe, dort erlebt habe und so weiter. Es nimmt sich alles nicht viel. Fühlt sich dann ganz wohl. Man hat ein Feindbild, der einem was wegnehmen möchte und wird wahrscheinlich Dauerthema gesagt haben, wenn die Polen erstmal kommen. Ich habe das noch so genau im Kopf drin. Ich weiß das noch, wie es dann so Bürgerwachen gab und Bürgerwehren, die dann auf die Schrebergärten aufgepasst haben, auf Häuser und patrouilliert sind und so weiter. Da wurde eine riesen Angstarbeit gemacht, auch besonders ganz viel aus den Reihen der NPD und ähnlichen Strukturen. Ja, und so schnell baut man dann auch für junge Leute ein Feindbild auf, die das dann wirklich übernehmen und sagen, ja, wenn die Polen alle kommen, dann geht es uns nochmal schlechter. Und so kreiert man dann dort neue Täter. Ist ja bei mir auch auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich habe auch aus voller Inbrunst damals von der Band Lanzer das Lied Polacken-Tango gesungen und so weiter. Und habe die Polen als absolutes Feindbild angesehen. Rassismus betrifft nicht nur Polen. Die Oder ist EU-Außengrenze. Über Polen versuchen Tausende in den Westen zu gelangen. Was haben Sie damals geträumt von Frankfurt in dieser ja doch düsteren Zeit? Ja, das Straßburg an der Oder. In der Kenntnis, welche Rolle die Grenzstadt Straßburg-Kehl für den europäischen Prozess gespielt hat. Diese Rolle haben wir uns für Frankfurt-Oder vorgestellt, um aus der Bedeutungslosigkeit herauszukommen. Meine Vision der Europastadt, Europa-Universität, Europa-Sportverein, europäische Bildung, Kulturleben. Man hat mich als den bunten Paradiesvogel irgendwo toleriert. Frankfurt-Oder mausert sich zur gediegenen Universitätsstadt. Heute nämlich wurde die Europa-Universität offiziell eröffnet. Ja, ist immer für Städte gut, wenn es eine Universitätsstadt ist. Jeder, der sich damit immer beschäftigt, da ist halt viel mehr Leben, viel mehr Treiben. Es verjüngt natürlich eine Stadt und da hast du große Vision für Frankfurt-Oder. Ich war jetzt Frankfurt-Oder, war ich schon mal Frankfurt-Oder? Ich glaube, ich bin nur durchgefahren bis jetzt. Aber ist mir jetzt noch nicht so kleben geblieben mit eben alles, was er gesagt hat. Ist natürlich auch ein großes Ziel, aber dieses Ziel hatten andere Städte aus den neuen Bundesländern natürlich auch. Ganz kurz in eigener Sache, wenn ihr uns unterstützen möchtet, mein Buch ist draußen, Hass macht Gewalt, Spiegel, Bestseller. Die Marke hinter dem Produkt, King unter den Kongs. Checkt das mal aus. Unter dem Video sind ganz viele Links, wie ihr uns supporten könnt in unserer Arbeit, Deradikalisierung, Antigewaltarbeit im Internet und oder an Schulen. Also, ganz viele Möglichkeiten. Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert. All das hilft. Vielen lieben Dank und Ahoi, Video geht weiter. Anfangs kommt etwa ein Drittel der Studentinnen und Studenten aus Polen. 2019 ist die Viadrina unter internationalen Studierenden die beliebteste Universität Deutschlands. Das habe ich noch nie gehört. Gratulation, das ist immer eine starke Leistung. Das habe ich noch nie gehört. Heute sitzen wir hier für dieses Interview in dieser Uni-Bibliothek. Es geht Ihnen da durch den Kopf. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich unheimlich gut. Da ist der Stadt Frankfurt-Oder und uns doch eine ganz große Kuh gelungen. Diese Europa-Universität ist ein ganz wichtiges Faustpfand für die Zukunft unserer Stadt. Thank you.
Ja, es war irgendwann, ich glaube 1998, da bin ich mit einem Kumpel hier langgelaufen. Wir waren so 18, 19 und sangen Elvis-Lieder. Und da drüben, da standen so 10 von den 10 Nazis. Die guckten sich an, die liefen langsam auf uns zu, die wurden schneller, die fingen an zu rennen. Und mein Kumpel sagte dann zu mir, wollen wir rennen? 500 Meter, 1000 Meter. Ungefähr auf der Höhe vom Studentenclub, nach meiner Erinnerung, hatten wir sie abgehängt. Naja, das sind ganz normale Jagdszenen. Und wenn ich sage Jagdszenen, ist es leider, dass ich mich an sowas auch beteiligt habe damals. Eine Sache passte nicht. Selbst wenn man das ist ja das, was ich auch in den Anfangsserien auch erzählt habe bei YouTube, ist es, dass es gar nicht darum ging, sondern du hast jemanden sehr, sehr schnell in so eine Schublade gepackt und bist ja schon mit Hass im Kopf los. Du wolltest sowieso Gewalt ausüben und dann kannst du das nicht zuordnen, dann kannst du so ein Elvis-Lied nicht zuordnen und denkst, das ist irgendwie linke Musik oder es ist antifaschistische Musik oder ist einfach Musik, die dir nicht passt und dann die Optik dazu vielleicht, dass du dir denkst, okay, die sehen ein bisschen alternativ aus und dann besonders diese Gruppendynamik, also kann ich eins zu eins fühlen, was hier passiert ist und diese Szenen gab es zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden, dass einfach willkürlich aus diesen Gruppen heraus von Neonazis, Skinheads, dass das so passiert ist und da ist es ja auch zu einigen Vorfällen gekommen, wo es zu Totschlag gekommen ist, wo es zu schwersten Verletzungen gekommen ist für die Leute, gerade weil man aus der Gruppendynamik dann nicht herauskommt, man läuft hinterher und dann, das darf man ja nicht vergessen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, genauso habe ich leider auch mal getickt, es ist, wenn dann guckst du über die Straße, dann siehst du die beiden und dann auf einmal gehst du auf die zu, die gucken sich an, laufen los und dann guckt sich die Gruppe auch an und dann denkst du, die laufen los, dann sind sie ja schuldig. Ja, dann sind das welche. Siehst du, die haben uns erkannt, so eine Art Legitimation, aber was soll man sonst machen? Wenn man stehen bleibt, gibt es sowieso auf die Nuss, wenn man wegläuft, bestätigt man es. Also das ist sehr, sehr schwer. Aber es ist im Endeffekt ist es eine Legitimation für den Täter und sagt, ach guck mal, siehst du, die laufen weg, die sind schuldig, wenn sie nichts zu verbergen hätten, wenn sie nicht gegen uns wären oder so, dann würden sie ja stehen bleiben. So einfach dreht man sich das hin. Das ist wirklich so, Leute, also triggert mich gerade hart bei diesen Dingen und dass man da um sein Leben läuft. Also das kann ich vollkommen nachvollziehen. War am helllichten Tag und niemand ist dazwischen gegangen. Niemand. Ja, auch dieses Dazwischengehen habe ich auch so viel erlebt. Ich habe besonders Anfang der 90er, wenn wir in den Städten unterwegs waren und dann auch diese Hetzjagden gemacht haben, gab es ganz, ganz selten Menschen, die sich dazwischen gestellt haben. Aber es war auch, das ist natürlich auch eine harte Nummer. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass die beiden weglaufen, da laufen 10 gewaltbereite Skinheads hinterher, Neonazi-Skinheads, ja, weiß ich nicht, dazwischen stellen, es ist eine harte Nummer. Das ist eine harte Nummer. Wir reden auch nicht, jeder hat hier ein Handy und so weiter und Polizeistrukturen zu dem Zeitpunkt werden sehr miserabel gewesen sein. Und das Dazwischenstellen mit dieser Zivilcourage ist nicht so einfach, wie es immer klingt, wenn man sich dann selber auf einmal zum Opfer macht. Helfen ja, aber nicht immer unter Einsatz des eigenen Lebens, sondern versuchen dann möglichst viele Leute zu mobilisieren, Polizei dazu und so weiter. Aber das ist nicht ganz so einfach, ja, besonders wenn du über solche Gruppen sprichst. Räume, in denen man sich vor den Nazis sicher fühlen konnte, gab es nicht sehr viele. Wir sind hier an einem ziemlich bedeutsamen Ort von Frankfurt-Oder. Hier war nämlich früher vor 20 Jahren die Kulturfabrik. Ich war hier auch eigentlich jedes Wochenende, es war großartig. Und hier war sozusagen das große Ankommen irgendwie. Also hier war der Eingang. Okay, also hier war die Tanzfläche. Der DJ war da vorne und hier war ungefähr dann die Bar. Können wir hier durchgehen einfach? Geh doch. Einfach machen, danach fahren. Das war die alternative Jugendszene, die sich hier getroffen hat, jedes Wochenende. Ja, und solche Plätze sind natürlich absolutes Feindbild. Absolutes Feindbild von diesen Strukturen, auch von mir. Alles, wo sich irgendwas Linkes, Alternatives, Kulturelles getroffen hat, war per se Feindbild. Ja? Entartete Kunst, alle so eine Sprüche so aus dem Dritten Reich übernommen und da wird nach Negermusik getanzt. So ein Blödsinn, habe ich dann damals gesagt. Und gibt es ja auch so Schilder, die heute nachgemacht werden, so Swing-Tanzen verboten und
Ja, man, und dann kommen so Ideen drauf, solche Läden zu stürmen, dort reinzulaufen, die Leute draußen abzufangen und so weiter, weil man, ja, ich weiß gar nicht, ist man neidisch da drauf? Ich hatte eine Phase, wo ich gesagt habe, ja Mensch, wir hätten auch mal lieber geilere Partys. Natürlich war die Stimmung in diesen Läden ganz anders wie auf den Partys, wo ich war. Und dann wollte man denen aber auch zeigen, so jetzt, so nicht, und jetzt machen wir euch eure Feierlaune und eure Feierorte kaputt und greifen die an. Oh Mann. Flasht mich gerade hart zurück, Anfang der 90er. Also. Hallo Vergangenheit. Das war ja so ganz lustig. Also hier ist Dendemann aufgetreten, Freundeskreis, 5-Sterne-Deluxe. Also wirklich auch schon große Bands damals irgendwie. Und das alles aus dem Wollen heraus, irgendwie einen Safe Space zu schaffen. Ein Ort ohne Nazis, einen alternativen Ort, wo wir uns sicher fühlen können. Das ist schon krass, ja. 20 Jahre. Wo früher die Kulturfabrik war, findet man heute Theater- und Künstlerateliers. Stimmt. Erstens sind ja diese Räume immer ein Ausdruck dafür, ob es an einem Ort sowas wie eine Gegenkultur zur rechten Kultur gibt. Auf der anderen Seite waren diese Räume ja auch immer Punkte, die auch angegriffen worden sind. Ja, das ist ja das, was ich vorher sagte. Also ganz klares Feindbild. Auch, dass man weiß, okay, wer da hingeht, gehört auf jeden Fall nicht zu uns, ist gegen uns. Und da kann man pauschal einfach gegen jeden kloppen. Und so wird das auch zu dem Zeitpunkt gewesen sein. Und diese Einrichtungen waren allen ein Dorn im Auge. Und ja, da ist es wirklich heftig abgegangen zu den Zeitpunkten. Markus Reinhardt vom Verein Opferperspektive berät seit 20 Jahren Betroffene rechter Gewalt. Schon in der DDR war Rechtsextremismus ein Problem, das von öffentlichen Stellen weitgehend im Verborgenen gehalten wurde. Ja, das ist halt so eine Sache, die durfte es ja sowieso nicht geben. Es gab ja den antifaschistischen Schutzwall, ja, gegen die Faschisten aus dem Westen und Imperialisten aus dem Westen, imperialistischer Schutzwall. Und natürlich gab es Rechtsextremismus in der DDR. Den durfte es aber nicht geben, weil natürlich die Rote Armee damals auch Nazi-Deutschland niedergekämpft hatte. Und deswegen durfte das gar nicht so publik werden. Es gab rechte Gruppierungen, rechte Strukturen und es gab auch sehr viel Rassismus. Ich erinnere mich selber aus familiären Erfahrungen, besonders dann so, waren ja aus sozialistischen Freundschaftsländern, waren ja Arbeiter da, die dann natürlich auch sozusagen herabgewürdigt wurden. Ja, ich erinnere mich dann so an Vietnamesen, wie über die gesprochen wurde, auch im Nachhinein. Und ja, also das gab es, aber durfte es öffentlich nicht geben. Ja, bin ich mal gespannt, was jetzt hier gezeigt wird. Viele Leute waren überrascht davon, dass es nach der Wende plötzlich wie so eine Art Explosion gibt, wo diese Gewalt und diese Strukturen plötzlich sehr, sehr allgegenwärtig ist. Die offene Straßengewalt der frühen 90er erhält in den folgenden Jahren eine tiefere politische Dimension. Boah, erinnere ich mich noch hier, wenn ich das hier so sehe. Entschuldige, das muss ich nochmal auf. Ja, frühen 90er erhält in den folgenden Jahren eine tiefere politische Dimension. Ich glaube, das ist dieser Deutschland, den Deutschen Aufnäher und so. Und hier eine Reichskriegsfahne als T-Shirt. Noch geile Voku Hilerschnitz, ja. Aber man sieht natürlich hier das klassische Outfit. Das war dann schon noch ein bisschen anders im Osten wie in den alten Bundesländern. Der Frankfurter Neonazi Jörg Hähnel integriert rechte Schläger in die Jugendorganisation der NPD. Also Jörg Hähnel hat, glaube ich, auch Musik gemacht. Täusche ich mich da jetzt? Ich glaube, der hat auch Musik gemacht. Und NPD-Aktivist, ich weiß gar nicht, was aus dem passiert ist. Müsste ich mal nach dem Video recherchieren, das notiere ich mir. Man sieht hier so, live ist live. Nee, ist ja nicht live, ist ja aufgenommen, damit wir nicht wieder gekickt werden. Das würde mich mal interessieren. Habe ich lange nicht gehört, den Namen. Ja, aber NPD natürlich gleich hin und
ja, Wahlkampf machen, zumindest Leute binden und Strukturen schaffen. Oh hier, ja, wenn ich mich daran erinnere, hier auch Plakate heben und dann Plakate kleben, hier hochschieben, damit sie nicht abgerissen werden, hier Österreich-Tarn, was immer verkauft wurde, die Tarnmuster, was in Österreich noch benutzt wird, wird gerne gekauft, weil das auch die Waffen-SS benutzt hat. Und diese Plakate hängen und kleben, das war, was habe ich da Zeit verschwendet mit? Was aus meiner Sicht da... Ja, wo wir Anfang der 90er, Udo Vogt, der ja bis 2000, in den 2010ern irgendwie NPD-Vorsitzender war oder Europaabgeordneter, ich weiß sogar nicht, ob er sogar noch Europaabgeordneter ist, dass er da mal reingekommen ist und radikal, sozial, national, wir sind die echte Opposition. Ja, zur NPD einfach immer wieder, ist einfach eine tote Partei, ja, gar nicht so wichtig machen. Besonders problematisch oder schlimm daran war, ist, dass dass es ihm auch gelungen ist, von Teilen der Stadtgesellschaft als politische Figur nicht ausgegrenzt, sondern als politisch aktiver ernst genommen zu werden. Was man beobachten kann, dass von den Leuten, die da aktiv waren, Leute aus Frankfurt wegziehen, respektive im Knast landen. Staatsanwalt Michael Neff vom Sonderdezernat zur Bekämpfung von Jugendgruppengewalt. Seine Abteilung erhebt meistens innerhalb eines Monats Anklage. Ich hoffe, das ist nicht sein, wie es Buschwiede. Üblich sind sonst Fristen bis zu einem halben Jahr. Ja, also ganz klassisches Utensil, auch der Schlagring. Ich bin mal bei einer Schlägerei in jungen Jahren dabei gewesen, natürlich später auch, aber in jungen Jahren, wo sozusagen mein kurzzeitiger Mentor mit dem Schlagring in einem Jugendzentrum mit dem Schlagring einem linken Gegner ins Gesicht geschlagen hat. Das sieht aus. Also ein Schlagring ist kein Spaß zu mitnehmen. Wird sehr teuer bestraft oder auch mit Gefängnis bestraft. Und natürlich, wenn man hier die Messer so sieht und so, ja, gar nicht erst losgehen mit dem Mist. Eine Sache kann ich immer sagen, wer selber mit Waffen losgeht, findet auch andere mit Waffen, die auch Bock drauf haben auf Gewalt. Und dann kann es nichts Gutes kann dabei rauskommen. Das Wichtigste bei jugendlichen Heranwachsenden ist eine erzieherische Wirkung. Und die können sie erreichen, wenn unmittelbar nach der Tat etwas passiert. Circa. Ja, unmittelbar nach der Tat. Da sollten wir mehr aus der Justiz hinhören, was der gute Mann da gesagt hat, vor 30 Jahren knapp. Was ja wahrscheinlich schlimmer geworden ist. Tat und Strafe muss nah aneinander liegen, damit eine Wirkung erzielt wird. Wenn das 5 Jahre später verhandelt wird, kein Mensch mehr sich daran erinnert, dann, ja, puff, weg. 400 Antifa-Aktivisten demonstrierten am Nachmittag in Frankfurt-Oder gegen die rechtsextremen jungen Nationaldemokraten und deren Frankfurter Führungsmitglied Jörg Hähnel. Jörg Hähnel ist irgendwann nach Berlin gegangen, um in der NPD-Bundesebene zu arbeiten. Und da fehlte natürlich eine total wichtige Person, die hier in der Szene aktiv war. Und ich befürchte so ein bisschen, dass wir da vielleicht auch einfach nur Glück gehabt haben. Es kommt zu einer verhältnismäßigen, relativen Beruhigung der Situation. Ja. Also das ist wirklich eine ganz spannende Sache, dass viele, und das hat wirklich die rechtsextreme Szene öfters gezeigt, wenn gewisse führende Köpfe weg sind, wegziehen, aussteigen oder Strukturen einfach nicht weiterführen, auflösen, dass dann das manchmal komplett zusammenbricht. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass es wenige Führungscharaktere gibt, ja, sonst würde die Lücke ja immer wieder gefüllt werden, aber das war nicht so. Also es war ein Mangel an Führungskräften, an Kaderpersönlichkeiten, auch an Persönlichkeiten, die unterschiedlichsten Gruppierungen zusammenbringen konnten. Ist ein großer Vorteil aus meiner Sicht heute als Demokrat. Und dass man dann sieht, okay, wenn jemand da wirklich sich nicht um Strukturen kümmert, dann bricht das zusammen, dann gibt's nur sozusagen eine lose Szene. Dass sich dann Leute besonders viel davon trennen, gedanklich oder so, weltbildlich sich verabschieden, das glaube ich nicht. Aber die Strukturen brechen halt zusammen, wenn solche
ja, Führungspersönlichkeiten, Kader, Netzwerker dann wegziehen und weggehen. Ja. Und im Jahr 2015 ungefähr, mit dem Aufkommen von Pegida, mit dem Erstarken der AfD, kannst du die Situation mal so ein bisschen beschreiben, 2016, 2017, 2018? Also es gibt nach wie vor rechte und rassistische Angriffe in Frankfurt-Oder. Es hat, ich glaube, 2016 auch noch mal so ein Peak gegeben, also wo sozusagen die Zahlen von rechten Angriffen noch mal sprunghaft nach oben gegangen sind. Die Opferperspektive listet allein 9 rechtsmotivierte Straftaten in diesem Jahr auf. Teilweise hätten auch Umstehende bei Übergriffen auf ausländische Studierende und Flüchtlinge applaudiert. Ja, das sind halt Dinge, die oft passieren halt in den neuen Bundesländern. Ich will jetzt auch den Hate da gar nicht so auf mich ziehen, aber es ist da auf fruchtbaren Boden gefallen. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt immer noch Menschen, die sich abgehängt fühlen in diesen Regionen, die wirklich Opfer dieser Wende sind. Jetzt könnte man sagen, ja, die ist 30 Jahre her, hat damit nichts zu tun. Wenn du in dieser Opferhaltung drin bist und du auch Opfer bist, du nicht wieder Anschluss gefunden hast, du irgendwann mit einer Mini-Rente rumkrebst, was eine Sauerei ist in diesem Land, ja, ist das klar, dass wenn die dann was sehen und die man verantwortlich macht, dass es einem noch schlechter gehen kann, die einem nochmal Arbeit wegnehmen oder Perspektive wegnehmen, da muss man fast Verständnis für haben und da muss man dann auch ran und gucken, okay, welche Ängste und Sorgen haben diese Menschen, was können wir für die tun? Und wenn die wieder eine Perspektive kriegen und einen Glauben in die Politik, dann applaudieren sie auch nicht, sondern sind dann vielleicht auch bereit, dazwischen zu gehen und dagegen zu stehen. Aber solange ihnen selber schlecht geht, fühlen sie sich wohl, wenn dann jemand anderes nochmal unter ihnen steht und denen es dann auch mal schlecht geht und sei es nur mit einem körperlichen Angriff. Ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben. Das kam aber eher aus so einem, ich würde jetzt mal sagen, rassistisch rechtsorientierten Milieu, was sonst auch eher so im Trinker, in dieser Trinkerszene unterwegs ist und so weiter. Also was jetzt nicht unbedingt was mit organisierten Rechten zu tun hat. Ja, wird natürlich eine Sache auch angesprochen, dass viele ja auch kleben geblieben sind. Ja, auch viele der jungen Rechten aus den Anfang der 90ern sind dann auch in diesem Milieu kleben geblieben. Ich kenne auch einige, die dann auch in dieses Trinkermilieu regelrecht abgerutscht sind. Ja, also eine Zeit Anfang der 90er in irgendwie, ja, nicht so Strukturen, aber vielleicht Kameradschaften aktiv und so unterwegs in dieser Skinhead-Szene, wo es dann ja auch ganz üblich war, dass viel Alkohol konsumiert wurde. Das gehörte zum guten Ton irgendwie. Und die dann wirklich auch kleben geblieben sind, dann eher so aus dieser Skinhead-Sache rausgewachsen sind und dann ja in diesem Trinkermilieu war. Ich habe es immer wieder gesagt, auch wenn jetzt hier gelacht wird über Familie Ritter, ich fand, die war nicht zum Lachen. Ich finde, die wurde ganz übel vorgeführt. Das hatte wenig mit Neonazis zu tun, das hatte wenig mit Rechtsextremismus zu tun und so weiter. Na klar, haben die so ein dummes Zeug von sich gegeben, aber das war für mich mehr ein Vorzeigen eines Trinkermilieus und so kann man sich viele von denen vorstellen. Wenn da Straftaten herausgehen, werden die zwar als rechts deklariert und das ist auch okay so, ja, aber viele von denen, ja, hauen diese Sachen raus, weil sie wirklich kleben geblieben sind aus den 90ern, aber damit eigentlich gar nicht mehr so viel am Hut haben. Und da ist die Familie Ritter so einfach das beste Beispiel so aus meiner Sicht. Und das sind keine Einzelfälle, ja, da sind viele wirklich, besonders in den neuen Bundesländern, und ich will da gar nicht drauf rumbashen, ich habe selber lange gelebt und ich finde die neuen Bundesländer ganz toll, aber da gibt es halt diese Thematiken, ja. Also natürlich auch Leute im Westen kleben geblieben, ja, nach der Skinhead-Kultur oder nach diesen Baseball-Schlägerjahren. Also der öffentliche Nahverkehr war ein Angstraum und es konnte einfach passieren, dass ein paar von denen einstiegen, ein paar Faschos, betrunken oder nicht betrunken, mit Bock auf Stress. Das war eben das, was ich damals mit erfahren habe, dass der öffentliche Raum kein Schutz ist, kein sicherer Schutz. Es kann einem überall passieren. Ja, Bock auf Krawall, hat er gesagt, habe ich vorhin schon thematisiert. Genau so ist man losgegangen. Heute Linke klatschen, Ausländer klatschen, losgehen, Hauptsache Stress suchen, einen eigenen Frust rauslassen. Kann ich mir sehr gut nachvollziehen, was der junge Mann hier sagt. Wie das dann war, wenn man dann in der Stadt unterwegs war, dass an jeder Ecke irgendjemand Streit gesucht hat und
das war mit Sicherheit keine schöne Zeit. Um das Jahr 2000 herum verhandeln Linke und Neonazis über ein Ende der Gewalt. Mit dabei René Wilke, heute Oberbürgermeister von Frankfurt für die Linke. Und dann haben wir uns getroffen, wie in so einem Film, ne? Beide mit Begleitungen da reingegangen, haben uns an einen Tisch gesetzt gegenüber. Hinter uns standen jeweils zwei, drei von unseren Leuten und haben dann da verhandelt, wie man jetzt dafür sorgen kann, dass zumindest die Schlägereien aufhören. Krass, wenn man dann schon mal erstmal so ein Tischgespräch macht, dass man dann sagt, man bringt die rechten Skinheads an einen Tisch und dann die alternative Linke an einen Tisch und sagt, okay, die Schlägerei und die Gewalt untereinander muss aufhören. Zeugt aber schon mal von einer größeren Fähigkeit als viele, viele heutzutage. Und der Effekt dieses Treffens war, dass die sich mal so gegenüberstanden, dass die sich begrüßen mussten. Und wenn es nur erstmal dieses war und man dann nochmal den Namen des anderen erfahren hat, hat was gemacht mit denen. Den jetzt nochmal auf die Fresse zu hauen, war was anderes. Was für ein krasser Satz. Es ist nämlich so, wenn man vorher welche entmenschlicht hat und man kennt den Namen nicht, dann ist es egal. Dann ist es die Linken, dann ist es der Linke, dann ist mir egal, lass die Linken angreifen. Aber wenn man weiß, da ist der Stefan und der Dennis dabei, mit denen ich vorher hier diesen Frieden geschlossen habe oder die ich jetzt mit Namen kenne, das macht es dann schon mal sehr schwer, jemanden zu hassen, anzugreifen, den man dann kennengelernt hat. Das erhöht immer erhöht die Toleranz sozusagen. Ist das jetzt richtig? Erhöht die Toleranz? Oder? Ja. Hemmschwelle wurde größer. Die Hemmschwelle. Gott sei Dank, Dankeschön, dass er mir hilft. Dankeschön. Rolle spielte der europäische Gedanke irgendwie dabei, den offenen Rechtsextremismus wegzukriegen aus der Stadt. Wir hatten vielleicht das Glück, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit da geblieben sind, die Vorreiter sind für den europäischen Gedanken. Die waren vielleicht der Zeit ein bisschen voraus. Dann ist es, glaube ich, auch die Alltagserfahrung, dass es miteinander dann doch irgendwie ein Stückchen besser geht als ohne einander. Angefangen von ganz irdischen Dingen wie, naja, wenn die Grenze zu ist, kostet meine Zigaretten halt doch viel mehr und das Tanken auch. Aber man möge mich dabei nicht falsch verstehen, das heißt doch nicht, dass das alleinige Bejubeln oder dass alles schick und fröhlich und schön ist. Es gibt auch bei uns weiterhin einige Arschlöcher. Ich sage das jetzt mal so direkt, die sind nicht weg, es sind bestimmt noch ein paar neue hinzugekommen. Fast 30 Jahre nachdem die Neonazis an der Oderbrücke randalierten, ist die Grenze wieder Schauplatz des Wandels der Stadt. Nach der Grenzschließung wegen der Corona-Pandemie sind viele Bürger empört. Als die Grenze 3 Monate später wieder geöffnet werden soll, versammeln sich Bürgerinnen beider Städte an der Brücke. Ja, so ändert sich das, wenn man dann gelernt hat, wenn die Grenzen auf sind, dass es da in diesem Zusammenhang besser ist. Ja, ist ja dann schön was passiert, anstatt einen Tritt gegen den Bus, dann hier zusammen feiern, Musik hören. Und dann sahen wir auf der anderen Seite unsere Stubitzer-Freunde, die fieberten dann diesen Moment. Das war so ein Silvester-Moment quasi. Ja, und dann war der Countdown runtergezählt. Die Grenze geht auf. Erleichterung bei den Bürgermeistern von Skubice und Frankfurt. Die Baseballschlägerjahre waren in Frankfurt eine Zeit, in der das Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, extrem hoch war. Der organisierte Rechtsextremismus ist nicht weg, aber es ist viel, viel weniger geworden. Ja, ob das jetzt damals der organisierte Rechtsextremismus war, ist die Frage, oder ob er heute organisierter ist. Da könnte man wirklich drüber streiten. Und ich glaube, die Taktik ist anders geworden. Aber was damals auf den Straßen los war, können sich Leute heute teilweise gar nicht mehr vorstellen, mit was für einer Gewalt man losgegangen ist und was auch noch möglich war, was man gesagt hat, wie wenig Gegenwehr man bekommen hat. Alltagsrassismus, der ist allerdings noch da. Was aber passiert ist, ist, dass man in Frankfurt nicht mehr gut offen rassistisch argumentieren kann. Ist diese Entwicklung stabil? Das wird sich zeigen. Zumindest kann man eines aus der jüngeren Geschichte Frankfurts lernen.
Auch eine zutiefst depressive Stadt, voller Neonazis und rechter Gewalt, kann sich binnen weniger Jahrzehnte zum Besseren ändern. Gutes Beispiel dann. Gutes Beispiel. Ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Ja, das war jetzt natürlich erstmal so ein bisschen einleitend. Hat natürlich gesagt, man kann nicht mehr offen rassistisch argumentieren. Das habe ich teilweise noch anders erlebt. Auch das nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern auch in teilweise ländlichen Regionen, dass das wieder möglich ist, dass man das sagen kann, dass Unsagbares wieder sagbar geworden. Ich freue mich für Frankfurt-Oder, dass sie so den Sprung geschafft haben und dass diese Baseballschlägerjahre vorbei sind. Ich sage es ja ganz oft, wenn ich heute mit jungen Leuten arbeite, was Anfang der 90er auf den Straßen los war mit Subkulturen und wie die sich gegenseitig bekriegt haben, ist für viele heute nicht mehr vorstellbar. Und das ist was anderes, als irgendwelche Rapper sich bei YouTube battlen oder so. Das war schon eine ganz andere Zeit. Gott sei Dank ist das zu Ende und dass das aus dem Stadtbild so weggekommen ist. Ich bin auf den zweiten Teil sehr gespannt. Vielen lieben Dank an die Mods, vielen lieben Dank an die Kanalmitglieder, an die Paten. Dankeschön, die alle hier mit eingeschaltet haben. Props gehen aus an RBB, ein Film von Christian Bange, Claudia Brachol und Sven Wolters, die Baseballschlägerjahre. Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.